bei fast jeder Arbeit ist es ja ein anderer Typ auch von Bildlichkeit. Also wir haben es hier an der Wand, auf die Wand gemalt, hier jetzt klassisch als Tafelbild. Da um die Ecke ist das Bild wie ein Objekt, also steht raus aus der Wand und verlängert sich auch noch über die Begrenzung hinaus. Also sind ja schon mal ganz unterschiedliche Typen von Bildlichkeit, mit denen halt auch verschiedene Ansprüche verbunden sind, die verschiedene Traditionen haben. Da vorne ein Triptychon, sondern auch ja eine sehr traditionsbehaftete Gattung. Also insofern kann man schon verstehen, dass du sagen auch das totale Programm hier erfährst, was mit einem Tempel vielleicht verbunden sein mag. Yeah. Also verschiedene Formen von Bildlichkeit, die mehr sein wollen als einfach nur ein Bild, mit dem man einen netten Moment verbringt. Ja, ja. Wo also schon ein Wirkanspruch verbunden ist, ein Anspruch, irgendwas eben zu verändern oder eben umzukehren. Und was jetzt genau umgekehrt werden soll, vielleicht versuchen wir es an dem Bild, das jetzt alle hier im Blick haben, so ein bisschen mal. Also hier fällt ein Mann vom Pferd. Und das ist ja vielleicht programmatisch für diese Umkehrung, um die es jetzt hier auch geht. Zumal auf der anderen Seite des Pferdes eine Frau steht, die das durchaus mit Wohlgefallen betrachtet, die es nicht zu erschrecken scheint darüber, dass der Mann hier vom Blitz getroffen vom Pferd fällt, die sich vielleicht ihrerseits ja schon in den Weg gestellt hat, solange er noch geritten ist, also halt auch schon versucht hat, ihn zu stoppen oder irgendwie da seinen freien Ritt zu behindern zumindest. Also ein dramatischer Moment eigentlich, der aber jetzt irgendwie auch als ein fröhlicher Moment von dir gezeigt wird, wie dieser Mann da runterfällt. Und wenn man den Titel des Bildes kennt, dann weiß man, es geht jetzt hier um Santiago, also um den heiligen Jakob. Und Santiago kennt man, Santiago de Chile und so viele Orte sind auch nach diesem Heiligen benannt, gerade auch in Südamerika. Und er hat da natürlich auch so eine bestimmte, sicher viel stärker auch nochmal inhaltlich aufgeladene Rolle als jetzt hier in Europa. Ebenso als der Heilige, in dessen Namen jetzt auch die Spanier nach Südamerika gekommen sind, ihre Conquista, ihren Eroberungsfeldzug ist voll von Santiago-Bildern, auch im Süden von Spanien zum Beispiel. Das ist einfach beeindruckend. Ja. Also er steht auch für diese spanische Eroberungsmacht, sprich auch für Kolonialismus. Und wenn jetzt dieser Santiago hier vom Pferd fällt und vom Blitz getroffen ist, dann ist hier nicht nur vielleicht der Mann von der Frau gestoppt worden, sondern dann ist eben auch vielleicht ein ganzes, eine ganze Epoche, die für einen bestimmten Art der Machtausübung, der Eroberung steht, vielleicht auch an ihr Ende gekommen oder soll an ihr Ende kommen. Das wäre jetzt die Frage, dieses Bild, ist es mehr ein, siedelst du es eher in der Zukunft an oder eher in der Vergangenheit oder in der Gegenwart? Ja, mein Gott, ich glaube, ich mag zu denken, dass das schon passiert heutzutage, aber wahrscheinlich ist mehr eine Zukunftsgeschichte, was passieren muss. Und ich finde wirklich sehr, sehr spannend die Ikonografie von Santiago. Ich habe mich lange beschäftigt. Ich bin natürlich in den Anden aufgewachsen. Da gibt es viele Darstellungen von Santiago. Überall in jeder Kirche gibt es immer dieses Santiago, was auf dem Pferd sitzt. Und er tötet immer traditionellerweise die Indianer. Also die Indigener in Lateinamerika, natürlich in Spanien sind Araber dargestellt hinter dem Pferd. Es ist eine sehr vielfältige Figur. Es gibt sogar eine Version in der Zeit von Franco, wo er einen Kommunist tötet und hinter dem Pferd. Also das ist wirklich ein vielfältiger Killer, sagen wir. Und das Bild ist überall, in Spanien ist ja präsent und das wurde exportiert nach Lateinamerika. Und damit, mit diesem Bild bin ich tatsächlich aufgewachsen. Ich war immer so schockiert, weil es ist wirklich hochgewalttätig und ich habe nicht so richtig verstanden, warum die Figur von Santiago so eine große Popularität hat als Eroberer. Ich habe mich auch gefragt, weil ich mit einem Psychoanalytiker zusammen bin, hat das vielleicht mit der Wiederholungswang zu tun, mit dem Traumata, was man wiederholen muss, weil es gibt so einen großen Kult gegenüber dieser Figur von Santiago, der immer so fest sitzt und sehr mit dem Pferd, mit dem, wie sagt man das, Sword in der Hand. Und
Und ich habe mich das immer gefragt und nicht so richtig verstanden. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit eine Reihe von Bildern gemacht. Das ist meine vierte Version. Und mein Santiago fällt immer runter aus dem Pferd. Es gibt so immer unterschiedliche Formen, in denen er runterfällt. Aber da die Frau zum Beispiel, sie macht nichts so Gewalttätiges oder sie muss sich nicht so viel Mühe geben, damit dieser Typen einfach runterfällt. Er fällt einfach runter, aus unterschiedlichen Gründen, weil das nicht mehr ertragbar ist wahrscheinlich. Und es gibt zum Beispiel eine Version, wo es eine Bananenschale gab und der, so diese Pferde einfach rutscht und der Typ aus dem Santiago runterfällt. Es gibt eine Version, wo die Dame da ein bisschen Tickles hier macht bei dem Pferd und dem Pferd macht so und dann die Figur von Santiago fällt runter. Und in diesem Fall... sind ja schon höhere Mächte im Spiel. Die sind höhere Mächte im Spiel. Aber das war sehr, sehr spannend in dieser Recherche für diese Ausstellung, weil ich habe nie richtig verstanden, warum ist Santiago so populär und so verehrt, auch von den Opfern quasi. Mhm. Also warum, wie ist das so? Und ich versuche immer noch, das zu verstehen. Mhm. Und da haben mir einige Texte sehr geholfen, also von einer Philosophin zum Beispiel, Silvia Rivera-Cusicanqui, sie ist großartig, sie ist eine Aymara-Philosophin und sie spricht auch ein bisschen, wie die Indigenen quasi die Figur von dem Eroberer mit einer der wichtigsten Gottheiten des Inka-Pantheons verbunden haben, nämlich mit der Gottheit des Blitzes. Genau, was diese Doppelcharakter hat, ein sehr, also eine gewalttätige Seite natürlich mit dem Naturgewalt, das ist etwas Plötzliches, was kommt, was zerstört, was tötet, sofort. Und das hatten natürlich die Eroberer. Und dann die andere Seite, was der Blitz hatte für die Indigenen, für die Inkas, war die Verbindung mit dem Gold und mit den, ich versuche zu verstehen, warum, wahrscheinlich, weil etwas so Heißes die Erde trifft und die Metalle sind in die Erde und die kommen nach oben und so weiter. Und natürlich die Eroberer waren auf der Suche nach Gold natürlich und die haben diese Hunger und da hat irgendwie was gepasst wahrscheinlich, was diese Gottheit des Blitzes mit Santiago verbunden hat, also mit dieser Ikone für die Kolonialisierung. Und ich fand das so spannend für diese Ausstellung, mich auf diesen Blitz zu fokussieren und dass eigentlich Santiago ist sehr ironisch, dass er quasi selber von dem Blitz getroffen wird, dass er mit dieser Gottheit assoziiert wird, aber es gibt da keine Hoffnung für ihn. Und was ich so toll fand, war deine Interpretation, was ich nicht sofort gesehen habe eigentlich. Ja, ja. Ja. Also mir fiel auf, als ich das Bild da gesehen habe bei dir im Atelier, eigentlich wirkt er ja auch nicht unglücklich darüber, dass er vom Pferd fällt. Der lacht ja gerade. Ja. Und als wäre er auch ein Stück weit befreit. Und jetzt, wenn ich das höre, dass eigentlich der Blitz ja vielleicht auch ein bisschen sein alter Ego ist, dann könnte man auch sagen, indem er vom Pferd fällt, befreit er sich auch wieder zu sich selbst ein Stück weit und bezogen jetzt auf den historischen heiligen Jakobus wird das auch passen. Der kam jetzt durch die Spanier als der böse Eroberer da nach Südamerika, aber ursprünglich war er auch der Märtyrer. Also er ist ja auch Opfer gewesen. Und auch deshalb können sich ja bald die Opfer mit ihm identifizieren. Jetzt wird er hier wieder Opfer, kehrt eigentlich wieder zu seinem ursprünglichen, seiner ursprünglichen Biografie zurück. Und man könnte sagen, die Spanier haben ihn ja missbraucht auch. Ja, total missbraucht, definitiv. Indem er muss vom Pferd fallen, um sich davon auch wieder freuen zu können. Ich liebe diese Lektüre, diese Interpretation von dir, aber natürlich, das kommt aus einem sehr progressiven, nicht patriarchalen Mann, der du bist, genau, weil dann würdest du dich auch befreit fühlen wahrscheinlich, wenn die Gesellschaft sich ändert und dann ist man auch aus dieser Position, machohafte Position befreit, oder? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, so anders, einige Männer würden sich nicht freuen, denke ich, die feste Position auf dem Pferd zu verlieren. Da denke ich, wäre also nicht so lustig. Er freut sich. Ja. Also du warst überrascht, dass ich das gesagt habe, aber du hast ihn ja doch so gemalt. Ja. Ja, stimmt. Es ist etwas zwischen Schrecken und sich freuen, aber ja, es hat etwas, ja, ich finde es total spannend, auch die Interpretation von zurück zu dieser Opferposition, was er hatte. Also bei dem ist es ein bisschen anders, den wir hier als Skulptur haben auf dem Podest, in den ja auch halt der Blitz einschlägt, also haben wir quasi nochmal dasselbe Motiv jetzt im Raum
Und wenn man den anschaut, da sehe ich jetzt schon eher das Erschrecken, der leidet, dass er jetzt die Spitzenstellung auf dem Podest vielleicht verliert, das Siegertreppchen nicht mehr ganz oben steht künftig. Und da sieht es aber ja auch so aus, wenn man sich dieses Wandbild anschaut, da ist ja jetzt bei den Frauen auch so ein bisschen eine Schadenfreude im Spiel darüber, dass jetzt hier vielleicht diese Götterdämmerung stattfindet und der Heroensturz da eingeläutet wird und die Männer alle da von ihren himmlischen Plätzen herunterfallen. Also hier ist es vielleicht ein bisschen atmosphärisch anders, vielleicht ein Stück weit mehr Aggression im Spiel als bei dem Bild. Insgesamt ist es eigentlich so eine Atmosphäre, alle sind auch ein bisschen erleichtert, dass jetzt was passiert und sich was ändert und so ein dass Umsturz die neue stattfindet, Ordnung kommt. Dass eine neue Ordnung kommt. Während hier ist noch stärker dieses Konfliktuelle zu spüren in dem Wandbild, würde ich sagen. Aber auch ein bisschen komisch vielleicht die Rolle der Frauen. Würde man jetzt erstmal auch nicht erwarten, dass sie jetzt eigentlich auch eher diese passive Rolle haben. Es wirkt ja nicht so, als würden sie jetzt diesen Sturz herbeiführen, weil sie sich zusammengeschlossen haben, gekämpft haben, sondern ja, sie kriegen jetzt Hilfe von den Naturgewalten oder von einer Gottheit oder also noch von einer anderen Instanz zumindest. Ja, vielleicht war die Kampf nicht dargestellt, sondern schon dieser Sieg eigentlich. Ja. Also es ging tatsächlich, also für mich war eine große Herausforderung, diese Wandmalerei zu machen. Natürlich in 3 Tagen, es hatte ja einen skizzhaften Charakter. Ich hatte 2 HelferInnen, die toll waren, also ohne denen wäre nicht möglich gewesen. Es hatte natürlich eine andere Qualität wie ein Bild. Und es hatte ich fand interessant, etwas zwischen Ornament und Szene zu schaffen. Ich war gerade in Mexiko, ich war 2 Wochen in Mexiko, ich habe viel gesehen, viele Tempel, ich war so begeistert, viele Wandmalereien auch. Und ich war so begeistert von den Ornamenten und ich dachte mir, Gott, ich habe gar nicht vor, wirklich Ornamenten zu machen in dem Raum. Ich mache einen Tempel und Ornamenten geht es gar nicht. Und ich habe tatsächlich keine Ornamenten, aber ich dachte mir, okay, ich mache etwas Musterhaftes, wo es so quasi Pflanze, fallende Figur, eine Figur, die sich erhebt und dann nochmals Pflanze, fallende Figur. Also es hat etwas Ornamentales, aber trotzdem etwas Figuratives, das sich gut verknüpft mit den Szenen. Und ich glaube, was ich da wirklich festhalten wollte, war diese sehr einfach eigentlich gedacht in diesem Fall, diese Bewegung, diese kreisförmige Bewegung von bestimmten Figuren, die fallen und andere Figuren, die sich erheben. Und deswegen, davor hat man auch diese Sockel, was eher unkonventionell ist, aber mir war auch wichtig, eine Art von treppenhaften Pyramiden-Sockel zu haben, wo man eigentlich steigen kann, aber man kann auch nach unten gehen. Mhm. Und der Blitz, und das ist auch spannend, ist auch als eine Art von Leiter oder Treppe verstanden, weil es verbindet auch so 2 Dimensionen. Und das fand ich auch eine interessante Verknüpfung. Ich war so wie, ja, ich muss diese unkonventionelle Sockel definitiv, also es ist nicht nur ein Sockel, es gehört zum Skulptur tatsächlich, das haben. Und genau, deswegen diese ganze Wandmalerei hat eher mit diesem Moment zu tun, vielleicht mit ein bisschen einer fast abstrakte Form der Darstellung von diesem Ordnungswechsel, aber vielleicht ist dieser Kampf gar nicht dargestellt. Das bedeutet nicht, dass die Damen dort nicht sehr stark gekämpft haben. Okay. Ja. Und in gewisser Weise kämpfen sie doch auch noch weiter, weil was ja auffällt, sowohl hier wie auch bei dem Bild, wie auch bei dem vorne übrigens, die Frauen blicken ja uns immer an als BetrachterInnen. Die Männer nicht so, die sind gerade ja damit beschäftigt zu stürzen. Aber es geht darum, die Blicke der Frauen gehen aus dem Bild raus an uns und suchen ja nach Komplizenschaft, nach Mitwirkung. Also die sagen ja hier quasi, komm, mach auch mit
bei dem Umsturz oder bei dem Wechsel, der da stattfindet, unterstütze uns oder feuere uns an zumindest. Also es geht ja hier schon auch um eine ganz klare Sympathielenkung, die du vornimmst. Sympathielenkung oder wie du jetzt welche Verbindung du herstellst zwischen den Figuren und dem Publikum. Und auf welcher Seite man dann automatisch eigentlich als Betrachterin auch steht, weil man natürlich so einen Blickkontakt aus dem Bild heraus irgendwie auch erwidert und dann auch gleich so eine andere Nähe spürt als zu einer Figur, die aber jetzt zufällig gerade aus dem Himmel fällt irgendwo. Und auf die Art natürlich könnte man sagen, zeigst du dann schon, dass es nicht reicht, auf den Blitz zu warten, der einschlägt, sondern dass es schon darum geht, auch, ja, sich zu verbünden oder sagen, zusammenzustehen, sich zusammenzuschließen, um dann in einer Gemeinschaft vielleicht eben so eine Umkehrung zu bewirken. Und da macht natürlich auch wieder dieser Gedanke mit dem Tempel großen Sinn. Also der Tempel ja auch immer schon ein Ort, wo sich eine Gemeinschaft als solche überhaupt erstmal findet oder definiert oder als solche erkennt. Und daraus dann ja Kräfte schöpft. Heute nennt man sowas Empowerment, was da passiert, wenn man sich so zusammenbindet. Aber das war im Grunde halt immer ja die Funktion von solchen Orten wie Tempeln, eben diese Gemeinschaftsbildung. Und da finde ich es dann natürlich auch nochmal sehr schön, wenn man es nochmal so ein bisschen kunsthistorisch betrachten wollte, dass du jetzt hier so ein Fresko an die Wand gesetzt hast, weil zum Beispiel die, also Fresko ist ja eine Technik, die wir im Mittelalter, im Renaissance auch noch haben, die dann so ein bisschen natürlich in der Kirchenmalerei immer noch eine Rolle spielt, die dann so ein bisschen ins Abseits geriet. Und die Nazarener haben das dann wieder sehr stark gemacht im frühen 19. Jahrhundert. Mhm. Und so mit der Vorstellung, sowas wie eben, man kann die Leute verbindlicher erreichen durch ein Bild an der Wand, als wenn es ein Tafelbild ist, das sagen ja auch beweglich ist, disponibel ist. Ja. Das ist jetzt einfach da. Und das ist rund ein bisschen, man ist wirklich rund, so Teil davon. Genau. Ja, genau. Und das gehört ja rein. Zu dieser Idee des Tempels, man kann denen da nicht auskommen, man kann auch diesen Blicken der Frau nicht auskommen. Und dann ist noch die Gestik so stark, dass man gleich Lust hat, auch mit seinen Armen und Händen da mitzumachen. Sehr schön. Und insofern sind es natürlich auch so Aktivismusposen, die man hier einüben kann, gleichsam vor diesem Fresko ganz speziell. Ja. Und deshalb finde ich jetzt das auch als so Form nochmal sehr gut gewählt, jetzt hier so direkt an die Wand zu gehen und eben diese andere Art von auch nochmal, eben Verbindlichkeit damit zu schaffen. Das freut mich sehr. Das, was du sagst. Genau, und also auf jeden Fall, es interessiert mich in diesem Moment meine Kunstentwicklung, meine Praxis, wirklich permanent diese transparente Fenster, was eigentlich ein Leinwand ist, zu brechen. Mhm. Und ich interessiere mich trotzdem für traditionelle Malerei und hier gibt es mehrere Exemplare, die eher viel mit diesen transparenten Fenster quasi zu tun haben. Wir sind ja doch noch ein bisschen in der Galerie. Genau, ein bisschen. Genau. Und aber das ist super spannend, was passiert, wenn man auf einmal die Rinde zum Beispiel bemalt und wenn Objekten rauskommen, dann habe ich immer das Gefühl, dass man ein Stückchen zurück in diese Zeit rutscht, wo die Malerei sich noch nicht getrennt hatte von der Architektur oder von religiösen Objekten und Altaren. Und da wirklich finde ich so spannend, was passiert, wenn man diese Gäste macht. Es muss nicht so viel sein. Also da zum Beispiel gibt es bei der Arbeit der Ekeka auch die Ränder, die gemalt sind und diese zwei Fußen mit den Ketten, die rauskommen. Und da passiert was, wo ich denke, ja, das Bild kippt ein bisschen in diese Richtung, wo ich vielleicht Lust darauf bekomme zu betten oder ich weiß nicht, es gibt einen Schmutz, es ist nicht mehr dieses saubere Fenster der Darstellung, es wird zum Objekt und vielleicht zum Kultobjekt oder so, und das finde ich, oder zum Totem oder, und das finde ich so spannend, was da passiert. Mhm. Also beziehst dich da ja auch auf einen Kult, der in Südamerika weit verbreitet ist, also diese Ekeko oder Ekeka-Figuren, die es als Bilder gibt, als Skulpturen gibt, und
ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie in manchen Traditionen von Voodoo-Kult, also wo Menschen dann Figuren besetzen mit verschiedenen Objekten, in dem Fall Objekte, Dinge, die sie sich wünschen. Also wo auf so eine Figur dann vielleicht modellhaft ein Haus und ein Geldschein und ein Schmuckstück kommt und damit jetzt klar, sie wünschen sich eben Reichtum und materielle Sicherheit. Und diese Figur betet man dann quasi an oder integriert sie in seinen Alltag und hat sie so als Wunsch-Erfüllungsobjekt. Und das greifst du jetzt hier auf, diese Form, gehst eben auch ins Objekthaft, das ist zwar ein Bild, aber eben wie du gesagt hast, ein Objekt, anders als bei anderen Bildern auch die Ränder bemalt, es steht weiter ab von der Wand, es verlängert sich, es hat dann, es materialisiert sich, als wäre der erste Wunsch schon erfüllt worden, nach goldenen Füßen. Wirklich gold. Ja. Und, also aber interessant ist dann ja auch, wie du diese Figur besetzt. Also ist es schon mal jetzt eine weibliche Figur, keine männliche, wie das sonst üblich ist in dem Kult. Also Ekeka, nicht Ekoko. Und klar ist da auch ein Modell von einem Haus. Also ein bisschen Wohlstand ist schon auch wichtig. Aber da ein ist, Haus braucht man. Genau, aber da ist auch ein Megafon zum Beispiel zu sehen. Da ist so ein Regenbogen. Ja. Also so ein bisschen das, womit man auf die Straße gehen kann, womit man protestieren kann, womit man eben vielleicht auch eine Umkehrung gesellschaftlich erreichen kann. Also das, was sonst vielleicht sehr materialistisch oft auch gedacht ist, wird jetzt hier von dir auch ideell aufgeladen und im Grunde diese Arbeit, Ausdruck deines Wunsches jetzt, auch nochmal Gesellschaft möge sich in der Weise verändern, weg vom Patriarchat, weg von Kolonialismus und viel größere Gleichberechtigung aller Menschen untereinander, vor allem derer, auch die bisher unterdrückt, diskriminiert, aufgrund irgendeiner Minderheitenposition eben unsichtbar vielleicht auch sind. Und insofern nimmst du eben hier wirklich greifst du so einen alten Kult auf, besetzt ihn aber so mit den heutigen Themen oder Wünschen oder Anliegen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Also transferierst, was sowohl jetzt von Südamerika hierher, auch aus früheren Jahrhunderten in die Gegenwart. Und das hat ja jetzt generell, glaube ich, hier das Programm in der ganzen Ausstellung. Also ich finde ja besonders jetzt auch vom Konzept her nochmal interessant, dieses Triptychon da am Eingang. Ich denke, die meisten haben es ja schon vielleicht ein bisschen gesehen und sonst kann man es ja auch nachher nochmal anschauen, wo du dich auch nochmal ein Kapitel jetzt südamerikanischer Geschichte beziehst. Es gibt eine berühmte Chronik von einem hochrangigen Inka, der aus seiner Sicht oder aus der Sicht jetzt der Inkas die Eroberung durch die Spanier beschreibt, aber nicht nur das, sondern überhaupt die ganze Geschichte der eigenen Kultur da niederlegt. Ein sehr umfangreicher, sehr detaillierter Text, wo alle auch Bereiche der Gesellschaft genau beschrieben werden. Und das Interessante ist, es ist nicht nur ein langer Text, sondern es gibt dazu auch 400 Zeichnungen, die nicht nur Illustrationen sind, sie stehen zwar so wie Illustrationen immer an den entsprechenden Stellen zum Text, aber sie legen einen ganz anderen Akzent. Ja, ich habe nicht alles wissen. Das ist eigentlich auch ein schwieriger Text, das ist sehr lang und das ist schwierig für mich, weil das ist mit Quechua gemischt. Natürlich hat Quechua gesprochen als Muttersprache, Spanisch aber sehr gut gelernt. Und das ist so ein unglaubliches Werk, weil da merkt man wirklich die Kraft, dass die Bilder haben kann, definitiv. Und da natürlich Quechua auch keine geschriebene Sprache war, sondern eine mündliche Sprache mit einer mündlichen Tradition, ist viel näher vielleicht an die Musik oder an die Bilder. Und dann hat es sich so eine Freiheit genommen, durch Bilder bestimmte Sachen zu kritisieren von dem kolonialen System. Und das ist so spannend. Und manchmal gibt es sogar widersprüchliche Sachen, wo er sagt dieser spanische Herr ist gar nicht so unfreundlich und dann auf dem Bild wird er dargestellt, indem er einen Indigenen so wirklich schlägt und so weiter. Also es gibt wirklich eine Freiheit, was er sich da nimmt durch die Zeichnungen. Und nicht nur eine Freiheit, sondern ich glaube, das ist Programm bei ihm. Also durch die Zeichnung kann er viel mehr sagen und wie sagt man das, denounce, ne? Anzeigen. Und,
Und ich wollte, und das Buch ist super interessant, weil auf einmal hat man wirklich auch eine Umkehrung, eine neue Perspektive, wie man die Geschichte versteht, wie man die Geschichte liest, und man fragt sich, was ist los? Ich habe wirklich keine Ahnung, was habe ich in der Schule gelernt? Und das, was ich gemacht habe bei dem Triptychon, ist, ich habe die zwei Seiten wirklich zitiert. Die sind zusammen eine Zeichnung, ein Blatt quasi von diesem Buch von Guamampoma. Ein super spannendes Blatt, wo er die Darstellung von dem Treffen oder Zusammenkommen, wenn man das so freundlich sagt, zwischen dem Inka-König und dem Spanier, und dem Eroberer darstellt. Und das ist super spannend, weil dieses einzige Element, was beiden Körper verbindet, ist dieser Teller mit dem Gold Nuggets, wie du das benannt hast in dem Text, fand ich lustig. Und dann der Inka fragt, dieses Gold isst ihr? Und der Spanier antwortet, si, ese oro comemos, also dieses Gold essen wir. Und der Inka sieht total normal aus, ist wirklich so ein netter, normaler Mensch. Und der Spanier, ich habe hier keine Übertreibung gemacht, das ist wirklich ein Zitat, ich habe versucht, so genau wie möglich seine Zeichnung zu... Ich habe es nachgeprüft. Ja, gut. Der Spanier sieht wirklich wie eine maschinenartige Sache aus. Er hat so leere Augen, es gibt keinen Blick. Er frisst Gold, also das, natürlich kann er nicht ein Mensch sein, so richtig. Und dann auf einmal passiert genau das Gegenteil, was wir normalerweise wahrnehmen, nämlich wir in dieser westlichen Welt sind sehr daran gewöhnt, wenn etwas nicht zu unserem Standards oder zu unseren Kanons passt, dann ist das sofort exotisch oder sofort primitiv oder wild oder was weiß ich. Und dann auf einmal hier wird das wirklich umgekehrt, und dann sehen wir die andere Perspektive, und dann fragen wir uns, ob wir nicht die maschinenhaften, goldfressenden, total wahnsinnige Figuren sind. Und ich glaube, wir sind tatsächlich sowas. Und ich fand einfach dieses Moment total spannend, und wie er durch die Bilder das dargestellt hat. Nicht durch die Worte, durch die Bilder. Und das hat mich so begeistert, und ich wollte ein Zitat machen und meine eigene Version in der Mitte kreieren. Und das war so eine große Herausforderung, weil ich komponiere nicht so. Die Art und Weise, wie ich komponiere, ist so, dass die Figuren wirklich verknüpft sind. Und die sind so, ist wie ein Gewebe, wo ein Arm hier ist und dann kommt ein Bein, und dann gibt es so diese Verknüpfungen zwischen den Figuren. Und hier gab es diese enorme Trennung. Also es war diese Figur mit einer Welt und dann die andere mit dieser anderen Welt und diese Tellerchen mit dem Gold, kleinen Stückchen, was das einzige Element war inzwischen. Und das hat viel Bedeutung. Von einem, denke ich, ein Riss, was heutzutage ja immer noch existiert und sehr, sehr tief. Und irgendwie hat das Format auch Sinn gemacht. Ich glaube, das ist immer die Herausforderung. Wie macht man das durch ein Bild, durch die formalen Entscheidungen? Wie kann man diese Sachen irgendwie thematisieren, aber durch Bilder und durch Farbe und durch Komposition und so weiter? Und habe ich tatsächlich die Zeichnung von Guamampoma getrennt in zwei, und in der Mitte habe ich versucht, meine eigene Version ein bisschen zu erfinden, und das war sehr schwierig. Ich musste so ganz viele Elemente irgendwie zwischen beiden erfinden, damit die Komposition klappt als Ganzes, aber trotzdem diese Trennung und diese Riss und diese Wunde sich weiß. Genau, das hast du schon als solchen gezeigt. Es fällt so ein bisschen auseinander, so auch die zum Beispiel diese Kette im Zaun ist dann bei dir gerissen, und und dann, wie schon die originale Zeichnung getrennt hast, hast du ja auch diesen Riss betont. Also es fällt wirklich so in zwei Richtungen. Und hast aber vielleicht nochmal dieses, was einen verwundert schon bei dieser originalen Zeichnung, was man da sieht, dass das auch nochmal gesteigert. Eben, eigentlich kommt der Spanier als Eroberer, aber ist jetzt hier in der schwachen Position, in der Unterlegenen gezeigt. Er kniet, während der Inka sitzt auf dem Stuhl. Der Inka ist von relativ... große Architektur umgeben, also wird hier schon als Herrscher, als Reich, als mächtig gezeigt, und
Der Spanier in der Zeichnung ist noch so ein bisschen was hinter ihm und du hast ihn dann so wirklich in die freie Landschaft gesetzt. Er hat nichts mehr hinter sich. Er ist da exponiert und einsam und wirkt auch so aus der Rolle gefallen. Und in dem Moment vielleicht jetzt, wo er diese da so protzen möchte mit seinem Geschenk, wird ihm auch spätestens noch den Dialog klar, Gold kann man aber nicht essen. Das ist so ein bisschen die, was wir im Westen kennen, diese Midas-Geschichte. Also, ja, Midas-Syndrom, würde ich sogar sagen. Ja. Gibt es eine neue Reihe, was kommt zu dem Midas-Syndrom? Zu Midas-Syndrom, ja. Ja. Also, kennen wahrscheinlich yes. alle die Geschichte der Midas, der sich gewünscht hat, der eh schon super reich war und sich gewünscht hat, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird, damit er eben noch reicher werden kann. Und aber eben vergessen hat, dass wenn man was isst, man es ja auch berührt und in dem Moment wird es Gold und man kann es eben nicht mehr essen und er wäre verhungert, wenn er nicht von seinem Wunsch wieder erlöst worden wäre. Mhm. Und so ein bisschen in dieser so einer bescheuerten Rolle des Midas ist jetzt hier eigentlich dieser spanische Eroberer, der damit auch als eigentlich irgendwo auch ohnmächtig gezeigt wird. Und das steigerst du eben noch in der Art und Weise, wie du jetzt dieses Bild interpretierst und auch nochmal in Farbe übersetzt. Also mein Lieblingsdetail daran ist ja diese, wenn Sie mal schauen, wie das Inkarnat gemalt ist, dass es da so an den Oberarmen und an den Oberschenkeln ist die Haut ein bisschen heller als sonst, also ein Zeichen, dass dieser Spanier sonst üppigere Gewänder trägt und die Sonne also nicht so viel an seinen Körper kommt und jetzt hier offenbar so ein bisschen schon einen Teil seiner Kleidung verloren hat, so ein bisschen derangiert ist, eben aus der Rolle gefallen ist auch. Und damit auch so ein bisschen peinlich wirkt. Total. Mit diesem nicht mehr einheitlichen Hautton. Und so sind es eben lauter so Details, auch wenn man sich mal guckt, die Gesten der beiden. Auch hier wieder so der Inka-König ist so diese Zeigegestus, bezieht uns mit ein, schaut uns an, auch so guckt er diesen Trottel an, der meint, man kann Gold essen. Ja, beide, und, ich finde diese beide Finger, die fast zusammenkommen. Genau, aber sie machen was ganz anderes. Ja. Also der Spanier kommt schon so, ich bringe dir jetzt hier Gold, ich bin der Eroberer, aber irgendwie die geht auch so ins Leere, diese Geste. Mhm. Und er sucht ja nicht den Blick zu uns, also er bleibt so ganz für sich und ist damit aber auch so einsam irgendwo und damit ist auch schon klar, letztlich vielleicht nicht erfolgreich als Eroberer. Ja. Und eben der Inka nimmt Blickkontakt zu uns auf. Genau, und das die war Gesten, mir wichtig. So wie bei den Frauen hier. Also wir werden direkt reingezogen, aber von ganz klar von einer Seite aus werden wir in das Bild reingezogen. Ja, ich wollte tatsächlich, dass der Inka sich umdreht und das Publikum betrachtet und dass es einen Blickkontakt gibt zwischen Betrachter, Betrachterinnen und Inka, das auf jeden Fall. Ja. Und ich habe es sehr, sehr schön gefunden, wie du in dem Text dieses Gefühl von Gemeinschaft beschrieben hast durch den Blickkontakt, was du auch hier ein bisschen schon benannt hast. Also das war mir auch wichtig bei dem Bild, dass man auf einmal sich wirklich mit diesem Inka identifiziert und da findet auch ein bisschen eine Umkehrung statt und nicht mit der Rolle, die man wahrscheinlich wir alle irgendwie in passiver Weise haben, weil wir in Europa leben. Mhm. Das muss man schon sagen, ja. Und natürlich auch nochmal reflektieren, sollte man hier diese Gattung des Triptychons, also weil traditionell die Mitteltafel die zentrale ist und auch die ist, wo man oft das dargestellt hat, was so in der himmlischen Welt passiert oder so in so das Idealisierte ist in der Mitte, an den Seitentafeln ist oft eher die krude Realität gezeigt worden. Mhm. Und so dieses Idealisierte ist ja jetzt bei dir auch Gegenstand dieser Mitteltafel, indem du das, was auf dem Bild schon angelegt ist, auf dem originalen Bild, jetzt nochmal steigerst und wirklich die Umkehrung eigentlich jetzt ikonografisch und malerisch nochmal vollendest. Die da schon sicher angelegt ist bei dem Ausgangsbild. Yeah. Ist ja, glaube ich, nicht das erste Triptychon, aber was du gemacht hast. Nein, oder? Ich finde wirklich super spannend, dieses Format, was da passiert. Ja, definitiv.
jetzt so das Triptychon als Großform, so wie die Symphonie oder der Roman. Ja, ja. Sehr ambitioniert. Genau, manche sind auch sicher daran gescheitert, an diesen Ambitionen, die mit dieser Form einhergeht. Ja. Und natürlich wurden auch viele Varianten versucht dann in der Moderne. Aber also, da stellst du dich ja schon in so eine Tradition, auch das Triptychon als so, mit so einem Anspruch, jetzt wirklich so ein Weltbild auch zu formulieren. Ja. Und ich finde, es hat mir wirklich erlaubt, diese neue Sprache ein bisschen zu, wie sagt man das, zu zitieren. Eigentlich ist nicht meine Sprache, es ist die Zeichnung von einer anderen Person, die in einer anderen Zeit gelebt hat. Und das war zum Beispiel auch eine Frage, wie, wenn man zitiert, wie macht man das mit einem Bild? In einem Text ist klar, es gibt eine Fußnote, es gibt ein Zitat. Wie macht man das in der Kunst? Und ich dachte mir, das ist interessant, in diesem Fall wirklich ein bisschen zwei Linien zu haben. Ich habe tatsächlich die Zeichnung einmal gehabt und ich fand, es gab etwas, wo ich mich fast unverschämt gefühlt habe, dass ich diese Linien von Guaman Poma einfach nehme. Und ich musste das wegradieren ein bisschen schwammig machen und dann nochmals drauf. Und ich dachte mir, eigentlich arbeite ich mit einer Art von Schatten. Ich mache einen Schatten, eine Weiterentwicklung von einem Gedanke, was er hatte, was er erlebt hat in der Zeit. Und ja, was ich mache, ist nur wirklich ein Schatten ein bisschen davon. Und deswegen dachte ich mir, es ist wichtig, dass diese Linien eine Art von Schatten da haben. Und das, wirklich dieses Format war wichtig, weil das hat erlaubt, dass ich ihn direkt zitiere und trotzdem in der Mitte meine eigene Sprache entfalte, aber mit seiner Komposition. Und genau, also es hat auch mit diesem Zitat zu tun, dieses Format. Ja. Also das merkt man, das ist so das Vorbild, wenn es zur Skizze wird. Wie könnte ich so eine Art von Matriarchat darstellen durch Bilder oder diese Umkehrung in eine andere Form von Gesellschaft, was nichts mit Patriarchat zu tun hat? Und ich habe eigentlich sehr spannend gefunden, dass die Frau oben ist und sie hält quasi zwischen ihren Beinen diese männliche Figur, aber gleichzeitig bietet sie einen Tee. Und das ist so wie, ich bin oben, ich habe hier die Kontrolle, aber möchtest du eine Tasse Tee? So eigentlich einen ganz freundlichen, wärmen Gäste. Und ich fand eigentlich diese Spannung zwischen dieser Art von Kampfbewegung und diese Tee anbieten genau das Spannendste. Also das war, was mich am meisten interessiert hat. Deswegen weiß ich nicht, in welche Richtung das umkippt. Das ist ein bisschen, ja, vielleicht gibt es ein nächstes Bild, wo, oder mögliche mehrere. Der Vorzug der Malerei, dass es ein Bild gibt und wie es weitergeht, kann sich jeder selber überlegen. Ja, Das ist, darf und soll ja so kaufen sein. Ja. Und das heißt tatsächlich Warni Pachakutet, weil es geht genau darum und dieses Moment, also Pachakutet ist dieses Konzept, ich bin noch dabei, das zu verstehen, das ist aus Quechua, wo eine Ordnung, ein Ordnungswechsel stattfindet. Und es wird heute wirklich viel davon gesprochen. Warni bedeutet Frau. Also es kommt eine neue Ordnung, eine neue Ära, wo es eine Art von, ja, vielleicht von Matriarchat etablieren werden kann. Ich weiß nicht. Also viele Menschen denken, ich bin wirklich sehr naiv. Aber mein Gott, ich glaube, es ist besser, naiv zu sein, als total angepasst. Vermute ich. Dankeschön. Genau, also ja. Wow, das war ein Statement. Genau, ist eigentlich kaum noch zu toppen. Vielleicht nur noch eine allerletzte Frage, die ich wahrscheinlich nicht alleine habe. Ist jetzt für dich dieser Tempel hier sagen, abgeschlossen und kommt jetzt eine ganz neue Werkphase oder ist es der Anfang von einer größeren, noch mal einem größeren Projekt zum selben Themenkomplex? Ist definitiv der Anfang. Also ganz viel kommen noch und ganz viele Pilgrimage, wie sagt man das, wenn man so zusammenläuft und sich zusammentun und es ist auf jeden Fall der Anfang von etwas, was noch sich entwickeln soll, definitiv. Also im Interview habe ich nur gelesen mit dir, dass du auch sagst, es geht darum, dass wir uns ja auch erstmal dekolonisieren müssen und da ist natürlich so eine Beschäftigung mit diesen Themen und jetzt so eine Art von Bildern, die du uns bietest, eine großartige
ja, Möglichkeit, das in die Wege Dankeschön. Zu leiten. Ja. Danke, ich finde, es ist sehr wichtig. Ich selber bin ich hier in Europa, ich komme aus Lateinamerika und alles, was ich in der Schule und in der Universität gelernt habe, ist nicht unterschiedlich von dem, was man hier lernt. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren muss ich wirklich diesem Prozess anfangen, wieder von vornherein ganz viel zu lernen. Und ich finde es so spannend, einfach die Frage, wie man sich mit diesen Themen durch Bilder beschäftigt. Welche ist die Kraft von Bildern und von Installationen und von Räumen? Und was kann das bieten? Das hat auf jeden Fall ganz viel zu sagen, natürlich. Die Geschichte wird auch natürlich durch Bilder erzählt. Und ich bin wirklich gespannt. Es ist auch so wichtig, dass du diese verschiedenen Typen von Bildern hast, um auch mal zu testen, welche Bildform kann vielleicht mehr bewirken als eine andere. Ja. Das ist ja nicht unbedingt von vornherein so klar. Ich bin ein absoluter Fan von Garcia Marquez. Ich habe mich sogar eigentlich in einer Ausstellung in der Vergangenheit mit ihm beschäftigt, mit einem Kapitel, den er beschreibt, in 10 años de soledad, in 100 Jahren von Einsamkeit. Und da passiert auch ganz viel. Also einfach diese Möglichkeit, durch diese verrückten Elemente, die auf einmal im Raum sind, so wie in dem Buch, diese kleine, zum Beispiel diese kleine Colita, wie sagt man das? Also diese Schwanz, was die Familie hat. Also es gibt so viele Elemente bei ihm, zum Beispiel im Buch, in seiner Literatur und nicht nur in seinen, sondern in einer Literatur, die eigentlich eine ganze Generation geprägt hat und viele Autoren und Autorinnen hat. Diese Mechanismus durch Fantasieelementen wirklich tiefe, ernsthaften Aspekten von unserer Realität in Frage zu stellen oder durch diese Fantasie über bestimmte super schmerzvollen, unbequemen Themen zu sprechen. Das ist etwas, was auch in der Malerei, denke ich, so viel Potenzial hat. Du verknüpfst ja schon gewissermaßen mit politischen Forderungen, mit so einer Rückkehr zu so einer Art von Magie. Habe ich das Ja, warum nicht? Also man muss das nicht unbedingt trennen, also in meine Fantasie zumindest. Ja, also nur um die Idee fertig zu machen, ich glaube, das ist, auch wenn es einige Künstler, Künstlerinnen sagen, die nicht wichtig ist, was das Publikum sagt, für mich ist mega wichtig, was ihr sagt. Also, also auf jeden Fall, ein Kunstwerk, das nicht gesehen wird und nicht betrachtet wird, macht keinen Sinn. Alle Kunstwerke haben definitiv diesen Wunsch gesehen. Alle Kunstwerke sind exhibitionistisch. Die müssen ergänzt werden von den Augen der Betrachter und Betrachterinnen. Deswegen ist mir das wichtig. Und auf jeden Fall finde ich, in diesem Prozess, was ich gerade anfange, vielleicht ein bisschen fängt jetzt an mit der Ausstellung, finde ich super spannend, genau diese Aspekte zu verknüpfen. Vielleicht etwas Magisches, etwas, was mit anderen Formen zu denken verknüpft ist und etwas Politisches. Weil wir haben auch natürlich, also die Aufklärung hat ganz viel Schlimmes gemacht, auch ne? Diese extreme Rationalität, wo man alles zählt und natürlich die Natur zerstört. Also das hat auch Dialektik der Aufklärung, genau. Ja, also da landen wir ganz schnell. Ja. 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 Genau. Ja, mein Gott. Ja. Ja. Total. Also ich war 7 Jahre, 8 Jahre in einem Adorno-Lesekreis und habe die ästhetische Theorie gelesen und das ist so definitiv, ich bin bei dir und ich finde, das sei eine interessante Verknüpfung, weil wenn das nicht macht dann und vielleicht viel zu rational bleibt, dann kann man auch irrational werden. Ja, das ist super grob zusammengefasst, aber Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt von den Gesprächen. Form zitiert oder nochmal neu aufgreift, die halt ursprünglich mal so fetischhaft oder magisch besetzt war, ohne jetzt selber den Anspruch zu haben, wirklich wieder was Magisches zu schaffen. Aber zu schauen, was passiert, aber wenn man diese Form nimmt, gibt ja diese schöne berühmte Anekdote von Niels Bohr, der da in Norwegen seine Skihütte hatte und sein Nachbar hatte so ein
Hufeisen über seiner Hütte und dann hat Niels Bohr entsetzt gefragt, was, bist du so abergläubisch mit dem Hufeisen? Ja. Und dann sagte er, nee, natürlich nicht, aber ich habe gedacht, das wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt. Ja, genau. Man sagen, du glaubst jetzt natürlich nicht ernsthaft dran, dass jetzt so eine Ikako-Figur da die Wünsche erfüllt, aber allein, wenn man das mal sagen, nochmal so im Raum stellt, ist ja spannend, was passiert und welche Art von Wirksamkeit sich vielleicht ja trotzdem entfaltet, obwohl man nicht dran glaubt. Ja, ja. Nee, das ist wäre diese Dialektik dann ja vielleicht, die wir dann da wieder drin hätten. Da hast du eine tolle Antwort gekriegt. Ich kann das nur bestätigen. Das ist gut. Ja, finde ich toll. Super. Jo. Sind wir fertig oder noch eine dringende Frage? Und wir sind ja auch noch da ein bisschen, man kann ja noch mit uns reden. Genau. Dann erstmal danke für die lange Geduld. Dankeschön.